Einfach kein Ende in Sicht bei dem Volkswagen-Skandal und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Das ist das, was den DAX heute gedrückt hat, der sich deutlich schlechter schlägt als andere Indizes in Europa, die überwiegend sogar im Plus sind. Der DAX ist im Minus, weil eben die Volkswagen-Aktie nach unten zieht und dann eben auch andere Autobauer wie BMW, wie Daimler, Continental etc. Das hat also breitere Auswirkungen auf die Märkte insgesamt. Wir haben heute eigentlich gut angefangen. Es sah gut aus. Der DAX startete stark, nachdem es ein Wunder in China gegeben hat. Dazu gleich mal mehr. Wir haben Daten aus den USA gesehen und wir haben eine Janet Yellen gesehen, die allerdings nicht wirklich viel gesagt hat. Das hat der Markt sich ein bisschen anders erhofft. Auch Mario Draghi sprach ja heute, aber auch hier nichts wirklich Relevantes. Da ging es um das Thema Bankenregulierung, also Dinge, die heute auch Janet Yellen ausführlich gesagt hat, das mag interessant sein, aber eben nicht für die Finanzmärkte jetzt unmittelbar relevant. Gehen wir gleich mal rein in das Geschehen, was war heute wichtig, was ging ab, startend mit der Komödie um die heutige Rallye in China. Der Shanghai Composite über 4% im Plus, Chinex, die chinesische Nasdaq über 6% im Plus. Was ist da passiert? Da gab es eine Meldung der Notenbank, die gesagt hat, okay, diese Verlinkung zwischen den Börsen Shenzhen und Hongkong soll jetzt doch kommen in diesem Jahr. Das feierten die Märkte, denn bisher gibt es ja diese Verlinkung zwischen Shanghai und Hongkong. Jetzt soll Shenzhen noch folgen. Das würde bedeuten, dass Ausländer auch in Shenzhen eben Aktien kaufen können. Und da sind viele Startups, viele New Economy Unternehmen unterwegs. Das könnte für den Westen durchaus interessant sein. Das Problem an der Geschichte, die Meldung war schon ein halbes Jahr alt, das stammte aus dem Mai, warum die Notenbank dieser Fehler passiert, das ist nach wie vor nicht geklärt. Die Märkte hat das nicht gestört, auch als die Notenbank sagte, okay, die Meldung, die kommt ja aus dem Mai. Man ist dann einfach weiter gestiegen im Reich der Mitte. Das hat dann schon mal dazu geführt, nachdem auch der Caixin Einkaufsmanager Index Dienstleistung besser war als erwartet, dass der DAX gut startete, dass also die Sache gut losging. Aber heute Vormittag haben wir schon, oder heute Morgen haben wir schon gesagt, wir haben auf der einen Seite die Rallye in Asien, auf der anderen Seite eben diese Geschichte um Volkswagen, die immer weitere Kreise zieht. Und da bestand natürlich die Gefahr, dass der Autosektor mit nach unten gezogen wurde. Und so kam es denn auch. Der ganz große Abverkauf ist nicht passiert im DAX, aber es ging doch eine gute Etage nach unten. Die Amerikaner müssen es also wieder retten. Wir haben dann Einkaufsmanager-Indizes gesehen aus der Eurozone. Deutschland ein Ticken schwächer, Frankreich ein Ticken besser. Insgesamt in der Eurozone ein Ticken besser, also so lala, die Daten waren jetzt nicht wirklich schlecht. Dann interessante Daten heute zum ISM-Index Dienstleistung. Ca. 80% der Wirtschaft sind ja Dienstleistungsbereiche, deswegen der Dienstleistungsindex besonders wichtig. Deutlich stärker als erwartet mit 59,1, eigentlich 56,5 erwartet, also hat die Erwartungen übertroffen. Auch die Unterindizes waren richtig stark. Dagegen schwächer der von der Firma Market ermittelte Einkaufsmanager-Index Dienstleistung mit 54,5. Interessante Daten heute auch zum Handelsbilanz. Zur Handelsbilanz, man sagt ja fast schon Handelsbilanzdefizit, weil es man anders aus den USA nicht mehr kennt, nur 40,8 Milliarden in Anführungszeichen das Defizit. Aber interessant ist, dass die USA so wenig Öl importiert haben, jetzt im Oktober wie seit 2004 nicht mehr. Das ist sicherlich etwas Beachtenswertes, die Lager sind voll und zweitens, weil oder das Defizit oder was interessant ist bei diesem Defizit ist, dass das Handelsdefizit zu China auf den höchsten je erreichten Stand gestiegen ist. Wir haben dann eben noch die Aussagen von Janet Yellen gehört, nachdem sie über Bankenregulierung gesprochen hat, hat sie gesagt, naja, direkt gefragt, ja, wie schaut es aus mit der Zinsanhebung im Dezember? Ja, die Wirtschaft hat sich verbessert, die Dinge schauen nicht so schlecht aus, man müsse jetzt abwarten, wie die Daten reinkommen, vielleicht machen wir es nicht, keine Entscheidung gefallen, bla bla, also sie wollte sich nicht aus dem Fenster lehnen, wollte sich auch nicht hier unter Druck setzen lassen. All diese Informationen, die finden Sie bei www.finanzmarktwelt.de. Jetzt gucken wir mal rein in den Charts, schauen, was ist da los, was geht ab, was tut sich. Wir starten mit dem DAX, der jetzt wieder unter Druck kommt. Wir haben uns zunächst mal ja gut gehalten, sind gestartet über der 11.000er Marke, sogar auf X-DAX-Basis, aber dann kam mit der Handelseröffnung auf Setra, also ab 9 Uhr kam der Schwung nach unten, nachdem die Autobauer, Volkswagen und die Autobauer massiv hier nach unten gezogen haben. Es ging dann bis 11.825, das könnte jetzt so ein bisschen die neue Unterstützung sein. Hier sehen wir ein paar Dochte von Kerzen. Also ist dieser Bereich jetzt angelaufen worden, aber wie gesagt, der DAX schwächer als die anderen Indizes und solange sich die Meldungen von Volkswagen nicht wirklich verbessern und damit ist ja erstmal nicht zu rechnen, auch wenn jetzt vielleicht der nächste Schock nicht gleich morgen kommt, dann
dürfte sich daran relativ wenig ändern. Aber das könnte schon jetzt hier es langsam gewesen sein beim DAX. Da sind wir schon ziemlich angeschlagen, wenn man sich das anschaut. Hier nochmal so eine kleine Spitze hier drüber über die 11.000er Marke. So richtig gesund schaut das nicht aus. Die Amerikaner, die bekommen jetzt auch ein bisschen Druck. Hier der Dow Jones, wir sehen hier so einen Bereich im Bereich 17.980 Punkte. Da haben wir intraday ein paar Tops gebildet. Jetzt geht es ein paar Pünktchen runter. Mal sehen, die Amerikaner, die sind ja nicht tot zu kriegen. Wir sehen ja Anstiege unter anderem beim Nasdaq 100 gestern. Da ist die Furcht einfach sehr, sehr gering, der sogenannte Greed Index auf einem Jahrestief. Also mal sehen, was da kommt. Am Freitag kommen die Non-Farm Payrolls, dann wird man schon mehr wissen, also die Arbeitsmarktdaten. Schauen wir uns mal den Euro an, der richtig durchgereicht wird. 1,0847, so wirklich mit Nachrichten passiert das nicht. Okay, der ISM war besser. Wir können uns jetzt sogar ein bisschen wieder erholen, aber trotzdem noch angeschlagen. ISM war besser, aber so wirklich schlechte oder so wirklich stark waren ja die Konjunkturdaten aus den USA auch nicht, dass der Euro hier runter muss. Aber es gibt große Player, die jetzt sagen, okay, wir gehen davon aus, dass der Euro weiterfallen wird, und die klopfen drauf. Schauen wir uns den Goldpreis an, auch der ist unter Druck, 1113. Da ist also jetzt wirklich Ungemach angesagt. Gerade auch wenn wir uns den größeren Chart mal anschauen, dann sehen wir sind hier aus diesem Trendkanal ausgebrochen. Das Öl heute etwas schwächer, nachdem die Lagerbestände über 2 Millionen Barrel wieder zugelegt haben, und abschließend zwei Aktien, eben die angesprochene Volkswagen, das ging schon schlecht los mit diesem Gap, da ist dann auch nicht mehr viel passiert, und abschließend Tesla, gestern Zahlen, die eigentlich erwartet schlecht waren, Verlust, aber man hatte sich offenkundig Schlimmeres befürchtet, die Aktie 10% heute im Plus. Also, der DAX ist angeschlagen, der DAX ist mit angezogener Handbremse, und wenn die Amis jetzt langsam Probleme kriegen, dann dürfte es beim DAX umso schneller nach unten gehen, und wenn der DAX stabil bleiben will, dann müssen es die Amis richten, die müssen nach oben ziehen, damit sie den DAX mitnehmen können. Aus eigener Kraft wird der DAX das wohl nicht mehr schaffen. Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao. We'll be right back.